Guten Tag, wir sind hier aktuell im Space Center. Herr Professor Dr. Diplom-Ingenieur Maximilian ist neben mir. Richtig. Wenn ihr den jetzt sehen würdet, naja gut, okay, dann wüsstet ihr, dass das nur schief gehen kann, was wir hier gerade machen. Herr Professor, was wollen Sie uns heute zeigen? Ich zeige Ihnen mein Schiff zeige ich. Ein Schiff. Ah. Ich nenne es Schiff. Ein Schiff, okay. Das mit den dicken Eiern, das Schiff da. Richtig. Das kann fliegen. Richtig. Und Sie steigen selber da ein und fliegen mit dem Nein. Ding. Nein. Haben Sie Versuchskaninchen irgendwo? So, ja, Leute, ich habe ein Kaninchen, warte. Wie heißt der Kaninchen denn? Das Kaninchen. Ich muss da wohl gucken. Ja. Das Kaninchen heißt Jebediah. Jebediah Kerman. Ach so, der rechts in der Ecke. Der unten da rechts. Hat er die Möglichkeit zu kommunizieren mit Ihnen und sagen, wie es ihm geht oder was auch immer? Nein, er darf nur sterben. Jetzt startet er. Richtig. Er freut sich aber irgendwie. Gucken Sie jetzt unten das Gesicht an. Also ich finde, er freut sich. So, jetzt gehen wir mal in die Kamera von den lieben Jebediah Kerman. Ja. So sieht das bei ihm drin aus. Ja. Zittert aber alles ein bisschen bei ihm, ne? Oh, das ist normal. Oh, ja, ist noch. Wie hoch fliegt eigentlich jetzt das Raumschiff-Ding? 590 km/h. Was? Also, okay, alles klar. Ja, also Sie kennen ja Einstein, liebe Zuschauer. Ungefähr müssen Sie sich vorstellen, das Telefon klingelt gerade. Warten Sie mal. Wir befinden uns natürlich, wir haben kurz einen Schnitt gemacht, wegen dieser Werbung, die ständig von den Space Center hier eingeschaltet wird. Also wir befinden uns, Herr Professor Dr. Maximilian Einstein. Richtig. Wir befinden uns hier, wo befinden wir uns richtig? Wo? Im Weltraum. Weltraum. Alles frei von Spinnen. Das ist frei von Spinnen? Richtig. Richtig. Wo muss ich denn hier überhaupt ein? Kann es sein, dass Sie so Stimmungsschwankungen haben, so zwischen. Richtig! Und. Also, okay. Also, da unten der Jebediah, was macht der jetzt? Der sitzt da drin und wartet, was Sie für eine Scheiße bauen, oder? Richtig! Wie? Und wenn Sie Mist machen, dann. Ich weiß nicht, wo ich verdammt nochmal. Halt. Wo drehst du dich jetzt hin? Oh Gott, das sieht aber nicht gut aus für den GPD, ja? Ich frage mich, guck mal, der Kleine da, der macht die Hände hoch. Der hat die Hände hoch gemacht, so nach dem Motto, ich weiß nicht, was jetzt hier passiert. Halt mal. Ist das ein Versuchsraumfahrer? Ich versuche gerade Manöver zu starten, womit ich denn stabilisiere. Ist die Kapsel nicht abgetrennt schon mittlerweile? Nee. Irgendwas anderes war da im Raum, habe ich gesehen. Ach ja, das war mal was. Also ist ein anderer GPD, ja? Das war mal ein GPD, ja. Der ist hinüber jetzt schon. Richtig. Kann es sein, dass Sie sehr böse sind mit den Versuchsraumfahrern da? Stimmt. Sie nicht? Nee. Also, okay. Also, Scheiße, wie mache ich das weg? Okay. Wir wollen der Staatsanwaltschaft natürlich jetzt mitteilen, dass das nicht strafbar ist, was der macht, sondern die haben sich freiwillig gemeldet. Scheiße. Herr Professor, was haben Sie jetzt gemacht? Ich starte einen Test. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob das so gut war, was ich hier gerade gemacht habe, aber. Also, wenn das. Es war richtig! Okay, es war richtig, Herr Professor. Ich kann Atmosphäre machen, wie geil. Okay. Was? Das hat anscheinend geklappt, ich weiß nicht wie. Also, man wundert sich hier in dem Space Center, dass wir sitzen ja neben diesem Professor Dr. Diplom-Ingenieur Maximilian Einstein, aber stellen immer wieder fest, dass der eigentlich gar nichts kann. Wir sagen das einfach leise, der kann gar nichts. Der drückt da irgendwelche Knöpfe und dieser Jebediah, der ist so doof, dass er sich in die Kapsel gesetzt hat und hat hier gerufen und wollte unbedingt da rein. Also, ich kapiere es nicht. Die Kapsel, wie ihr seht, fliegt. Nee, ich versuche hier gerade eine Umlaufbahn zu schaffen. Anscheinend funktioniert das gerade, es formt sich langsam. Er formt sich. Die Umlaufbahn formt sich. Ja, guck mal. Das heißt also. Sieht man das ja auch hier. Okay. Ich möchte die so rund um den Planeten haben. Mhm. Und möchte ich mal versuchen, nachher mit meinen Docking Station, die ich noch auf dem Planeten irgendwo stehen habe, mal versuchen, an ihn anzudocken. Okay, und ihm ein bisschen Treibstoff, ein bisschen zu essen, von McDonald's zu geben. Mal gucken, was das geht. Also bisher sind alle gestorben, die mit ihnen geflogen sind. Nein, nicht alle. Nicht alle?
Also da schwebt noch irgendwo ein Affe hier oben rum. Okay, also die jetzt, okay. Also 59 kleine Versuchs-Chirpedeas sind mittlerweile, ich sag mal, nicht mehr da, will ich mal nennen. Ich will jetzt nicht kein böseres Wort benutzen. Und ein Versuchsaffe, der treibt noch irgendwo rum, ne? Ja, Umlaufbahn geschafft. Also Umlaufbahn ist jetzt geschafft. Guck mal, ich kann dir noch mal zeigen. Vielleicht finden sie auch den Affen wieder, der unterwegs ist. War das eben nicht in dem kleinen Raumschiff drin, der Affe? Naja, aber guck mal, die Umlaufbahn hat wunderbar funktioniert. Okay, jetzt duzt er mich schon, also ich weiß auch nicht warum. Herr Professor Dr. Diplom-Ingenieur Maximilian Einstein, könnten Sie mich bitte bei meinem richtigen Namen nennen, wie heißt ich denn überhaupt hier in dem Video? Kannst du mir mal irgendeinen Namen geben jetzt mal, Herr Professor Dr. Dingsbums? Okay. Ich nenne Sie jetzt Herr Krümel. Okay, also Herr Dr. Krümel. Herr Dr. Krümel. Okay, also dann bitte nennen Sie mich auch richtig mit Doktor. Okay, Herr Dr. Krümel. Naja, okay. Fantastisch. Geiler Name. Okay. Also hier meldet sich natürlich wieder Dr. Krümel von Space Center. Schlag mich tot. Und wir stellen fest, dass... was fliegt denn da alles im Weltraum rum? Ich versuche hier gerade nochmal die Umlaufbahn wieder nach unten zu treiben. Treiben, die Umlaufbahn treiben. Ja, damit ich wieder landen kann. Das heißt, also soll ich mir helfen mit der Formulierung, Sie korrigieren wahrscheinlich die Flugbahn, sodass die Umlaufbahn sich geringfügig ändert. Kann das sein? Ist das richtig ausgedrückt? Richtig, schon hat's geklappt. Sie sollten vielleicht die grüne Flasche, die bei Ihnen auf dem Schreibtisch, die nicht so oft benutzen. Da steht nämlich drauf, Schnaps. Richtig. Ja, okay. Also man merkt, der Professor Dr. Schlag mich tot hier, Diplom-Ingenieur Maximilian, drei Stein. Mittlerweile hat er 4 Steine mit dem Schnaps. Scheint ein bisschen verwirrt zu sein. So, guck mal. Der duzt mich ja schon wieder. Ne? Ich habe eine Idee. Ich bin der Dr. Krümel, oder? Schnauze, Dr. Krümel. Ich muss was machen. Ja, der wird doch noch gemeingefährlich. Trinken Sie doch mal hier so ein Tässchen Schnaps mal. Können Sie mal ein Schlückchen... Hier, bitte. Was, ich gebe Ihnen... Ich gebe es mal. Moment. Die Flasche hole ich mal am besten weg. Mach mal auf. Moment. Mach die Flasche wieder zu. Jetzt hat der Herr Dr. Krümer meine Medizin weggetrunken. Ui. Oh, meine Nase wird grün. Ist das gut? Ja, klar. Ja? Okay. Wie lange wird das ungefähr noch dauern, bis das Ding da in den Erdorbit kommt und man sagen könnte, dass der Chirpedea Nummer 59 das vielleicht überlebt? Ach, irgendwann. Und die Gefahr besteht, ich meine, die Möglichkeit besteht, dass er trotzdem seine Verwandtschaft noch sieht? Oder, der Land... Da stand also, im Vertrag drin, der kriegt das nicht mehr hin, tut mir leid. Okay, nee, aber er landet jetzt? Der landet. Oder wird sein Arsch jetzt richtig gegrillt? Weil es sieht ziemlich heiß aus, was da jetzt abgeht im Moment. Ach, alles gut. Ist wirklich alles gut? Alles gut. Aber alles gut. Der sieht aber irgendwie... Alles gut. Nee, der scheint irgendwie Angst zu haben. Die Augen kommen raus hier. Alles gut, alles gut. Er dreht gut. Sich da. Das muss alles so, das muss alles so. Wirklich? Und ja, das muss alles so. Scheiße. Liebe Leute, also wir haben jetzt natürlich gesehen, wie Chirpedea 59 sein zeitlich segnet. Wir brechen an diesem Worst-Kill. Wir sprechen an diesem Moment. Wir haben eine gute Umlaufbahn geschafft. wir brechen an diesem Moment die Übertragung ab und die Polizei kommt schon und verhaftet gerade im Moment den Professor Dr. Maximilian 1, 2 Stein, 3 Stein bis das nächste Mal. Und wir wollen dann mal gucken, ob wir jemand anders finden, der vielleicht schafft, Chirpedea Nummer 67 in die Umlaufbahn zu bringen. Bis dann. Tschüss.